einfach mal ein bisschen Urlaub von Corona machen. Diese verlockende Aussicht hat heute so viele Tagesausflügler in den Oberharz getrieben, dass die Beamten irgendwann die Zufahrten dicht machen mussten. Chaotische Verkehrsverhältnisse in Deutschlands Mittelgebirgen, wie hier im Harz. Wir haben hier Chaos hoch 3, es bricht alles zusammen, erklärt die Polizeiinspektion Goslar am Mittag. So, moin Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute gibt es mal anderen Content. Und zwar sind wir heute Skifahren, also Henrik und ich, hier auf dem Boxberg bei Hahnklee, wo wir sonst immer den Flowtrail oder die Jumpline fahren. Aber jetzt sieht alles anders aus. Wir haben richtig geilen Powder hier. Und ja, Lifte fahren natürlich nicht, wegen Lockdown. Aber wir sind natürlich sportlich unterwegs und laufen einfach hoch. Viele Leute sind auch noch nicht da. Ich glaube, wir haben gerade so 9 Uhr oder so circa. Und es ist oben einfach nichts los. Also ich kann mir vorstellen, dass unten ein bisschen gerodelt wird. Aber hier oben ist echt nichts los. Ja, Skier sind hier am Rucksack noch befestigt. Und gleich geht's hier runter. Den schwarzen Bock nennt sich die Piste. Nicht präpariert. Schöner Tiefschnee. Und dann laufen wir einfach den Liebesbankweg immer wieder hoch und das machen wir ein paar Mal und schauen mal, wie es so worked. Also ich hoffe, euch interessiert auch mal ein bisschen Ski-Content. Lasst es auf jeden Fall wissen. Schreibt einen Kommentar, wie ihr es findet. Und ich würde sagen, auf geht's. So, erste Runde haben wir hinter uns. Richtig geiler Powder. Da muss ich auch erstmal dran gewöhnen, halt Ski zu fahren, richtig. Ja, fandest du es noch so? Das ist mehr Schnee als erwartet, muss ich sagen. Aber das ist schon auch ganz cool. So Leute, das war's. Wir sind jetzt fertig vom Hochlaufen und ja, Henrik, wie war's? Wie fandest du's? Wir hatten auf jeden Fall Spaß, würde ich sagen. Das Hochlaufen war teilweise echt anstrengend, aber es hat sich gelohnt, oder? Ja, das auf jeden Fall. Also der war richtig geiler Powder, also richtig fluffiger Pulverschnee. Also richtig gelohnt und ich hoffe, dass irgendwann mal demnächst wieder die Lifte aufmachen. Dann schaffen wir auch ein paar mehr Runs und dann lernt man den ganzen Lift auch mehr zu wertschätzen. Weil es schon eine richtige Arbeit ist, da wieder hochzukraxeln. Ja, ich hoffe, euch hat jetzt mal dieser andere Content, also ein bisschen Skifahren, auch gefallen über den Winter. Da geht ja leider nicht so viel mit dem Mountainbiken. Also schreibt einfach mal einen Kommentar, wenn ihr es gut fandet oder wenn ihr es schlecht fandet, was man besser machen könnte. Oder was euch auch zum Thema Ski interessiert.
Also vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Video. Ciao.